Es ist eine Fahrt in die Vergangenheit. Die Uganda-Bahn führte einst von der kenianischen Küstenstadt Mombasa am Indischen Ozean bis zum Viktoriasee tief im Innern von Ostafrika. Sie war eine der wichtigsten Hinterlassenschaften der britischen Kolonialherrscher. Nun ist nur noch ein Teil der über 100 Jahre alten Strecke nutzbar. Und auch das nicht mehr lange. Die alte Strecke dürfte es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Da dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit. Sie hat eine riesige historische Bedeutung für die früheren europäischen Mächte und für Afrika. Mit umgerechnet 4 Milliarden Euro aus China baut Kenia jetzt eine neue Schnellstrecke. Sie soll zunächst ab 2017 die Hauptstadt Nairobi mit Mombasa verbinden, in 4 Stunden statt bisher 12. Damit ist die Fahrt mit der Eisenbahn erstmal schneller als die über die holprigen Autostraßen. Wieder ist es ein Bau von historischen Dimensionen. Ganz Afrika, vor allem aber Kenia, leidet unter einem enormen Defizit bei der Infrastruktur. Kenias größter geopolitischer Vorteil ist, dass es eine Drehscheibe ist, ein Transitstaat. Für mehrere Binnenländer führt der Weg zum Meer über Kenia. Und wenn man diesen Vorteil zementieren will, dann braucht man Infrastruktur aus dem 21. Jahrhundert. Durch die neue Bahn sollen die Transportkosten in Ostafrika um gut 3/4 sinken. Gute Nachrichten auch für diesen Gemüsehändler. Bisher ist er ewig unterwegs, um seine Ware aus dem Hochland zur Küste zu bringen. Und in der Bahn fehlt ihm Platz für sein Gemüse. Wie er werden die meisten Kenianer der legendären Uganda-Bahn nicht hinterher trauern.